Ja, Geheimagent. Nein, also, ja. Ja, nur falls du drüber reden willst, muss man ja nicht. Öffentlich reden wir darüber nicht. Das ist verdächtig. Das klingt schon sehr nach BND-Mitarbeiter. Immer diese BND-Leute sind sich nicht einig. So, da soll ich jetzt was sagen, soll ich nicht sagen? Ach, ich entscheide mich für beides. Sind Sie beim BND? Nö, ja. Nee, Der um nochmal kurz zu Kloner-Operateur arbeitete nun zum Jetzt ist was Tresor, wo er los, ne? Jetzt kriegt Goldbahnen hier der stapeln Shadow muss. an aufs Maul, weil er dem aufs Auto draufgefahren ist. ist Shadow jetzt richtig sauer geworden? Ja, nee, der kriegt gerade. Nee, der andere ist aus dem Ort Ach, der raus. Ja. Jetzt haut Shadow, er knall den ab, Mann. Ja, die NPC schreien doch da was. Die Drecksau. Ja, der Ecker. Das war Delfino eben dem Ecker, wieder aufgepasst. Oh, Shadow, jetzt würde ich aber aufräumen. Nee, nee, das war UFO. Das war UFO. Er spielt gerade Truck Simulator. Ja, wahrscheinlich. Nee, darf ich kurz, Rakot, es ist durchaus möglich, in Anführungszeichen nicht ganz okay Spiele bei Steam zu haben, via VPN und so. Es gibt ja diverse Titel, die sind in Deutschland verboten. Zum Beispiel Dying Light, Dead Island und solche Sachen. Die sind zwar erhältlich, aber du kannst sie nicht über Steam aktivieren. Die einzige Möglichkeit, wie du sie aktivieren kannst, ist über VPN-Verbindung. Das ist das einzige Na, über nicht ganz VPN kannst du legale. den Schlüssel kaufen. Du musst sie auch darüber aktivieren. Also, du kannst sie nicht mit deiner Ach, deutschen als IP Geschenk aktivieren. aktivieren, ja, okay. Nö, du kannst den Key mit deiner deutschen IP kaufen. Also nicht in Steam selber, sondern auf diversen Dritthändlern. Aber du kannst sie nur aktivieren, wenn du ein VPN hast. Und Steam, offiziell verbietet Steam das, aber es wird dagegen nicht vorgegangen. Ja, das ist so das einzige nicht ganz legale, was du in Steam haben kannst. Also. Naja, aber eigentlich ist es doch wieder legal, okay, sonst würde es ja nicht gehen. Naja, nicht ganz legal, genau. Ja, also. Kriminell ist es jedenfalls nicht. Nö, kriminell ist es nur. Kriminell ist es für die Leute, die Keys verkaufen, denke ich. Nö, auch nicht. Auch nicht, nein. Weil, also nutzt man nur Gesetzeslücken sozusagen. Richtig, genau. Naja, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Spiel über eine russische VPN-Verbindung kaufst, dann kann schon mal passieren, dass du dann gebannt wirst aus dem Steam-Netzwerk, dass dein ganzer Account dann einfach mal tüdelü sagt. Oh, deswegen rein, deswegen habe ich für solche Spiele einen extra Account. Naja, ich sag mal, habe ich, glaube ich, einmal gemacht, das war mir zu aufwendig gewesen. Und da bezahle ich jetzt lieber mal 3 € mehr. Und macht es so normal, dass ich nur die Schlüssel kaufe. Ja, ich sag mal, wenn man Fallout 4 für 2,95 € bekommt, dann ist an der ganzen Sache bestimmt schon was faul, wenn jeder mehr verlangt. Nö, das ist bestimmt total seriös. Was seid ihr da so? Ihr müsst mehr offen sein für solche Sachen, ja? Ihr dürft nicht mal von vornherein sagen, nee, das ist irgendwie komisch. Das ist total seriös. Ah, okay. nein. So, ja, wollen wir noch mal ein bisschen Blödsinn hier machen? Mach mal. Du hast ein Flugzeug, such den Horst und drumherum. Ein Überschallflugzeug. Am besten einen hohen Turm. Kann man noch rausspringen dann mit Fallschirm irgendwie oder so? Ne, aus dem Düsenjet wahrscheinlich eher schlecht, ne? Ne, ja, normalerweise haben die ja einen Fallschirm integriert. Ja, okay. Schleudersitz? Schleudersitz, ja. Oh, kick mal, jetzt springt er. Stirbst du denn, wenn du unten ankommst? Leider nein. Ja. Nein, bestimmt Ich bin nicht, Gummiball, ich hüpf zurück. ich spring rein. Da ist ein Swimming. Das Wasser muss nur ein Block tief sein. Ja, wenn er unten ankommt, ist er erstmal so stinkig, da werden erstmal die umstehenden Leute erstmal gekickt. Ja, da drüben, der Swimmingpool, da musst du rein. Die Map ist eine Insel, habe ich auch nicht gewusst. Ja, Rakot, sei nicht so negativ, noch ist er nicht tot. Kannst du dich nicht umdrehen? Nee, wenn ich einen Fallschirm oder einen Wingsuit hätte, dann könnte ich da schön gemütlich. Das gibt's auch, ja. Ja, ich gehe mal schnell einen Fallschirm organisieren. Oh, ich sollte echt. Ich kauf mir mal die geilsten Spiele und was denn da jetzt? Zeit zum Zocken, ey, das ist doch so Ach so. Cool. Das schaut schlecht aus. Ui, au. Ist er ja wie ein Flummi. Naja. Außer Gefecht. Ja. Jetzt das ist er war's hin. Mit dem Shader. Also nochmal zur Nizi. Das geht an morgen. 21 Uhr ist top. Passt. Das war's. Ach, Rakot, bist du nicht aus Deutschland? Bist Nein, du ein Österreicher? Schweiz. Ach, Schweizer, na, die dürfen ja alle, die Schweizer. Ich kann auch was Schweizer. Ich hab ja keine Grenzen. Huchrasli. Was ist das also, denn? Also, ich bin dafür, dass wir alle in die Schweiz auswandern, da gibt's keine GEMA.
Das außerdem. Die werden sich freuen, wenn da Millionen von Deutschen kommen. Das sind das sind YouTube-Flüchtlinge. Als Deutscher kannst du doch gerade mal da den Hilfsarbeiter machen, den Schweizern die Schuhe putzen oder sowas wahrscheinlich. Es kommt darauf an, was du für eine Ausbildung hast, nehme ich an, weil Fachkräfte werden auch in der Schweiz durchaus gesucht. Wobei in letzter Zeit ist es eher schwierig, weil auch die Schweiz mittlerweile sagt so, ja, wir wollen jetzt nicht jeden hin zum Kunst da haben, so ein bisschen sortieren wir jetzt auch mal aus. Ja. Ich glaube, so richtige, hochbezahlte Fachkräfte, die zocken, glaube ich, nicht so viel Computerspiele. Nee, dieses Vorurteil habe ich, ehrlich gesagt. Gut. Die sind halt dann so ein bisschen voreingenommen, so, ah nee, da könnte ich eher noch ein bisschen arbeiten, da könnte ich noch ein bisschen Kohle ran schaffen in der Zeit. Bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen Ingenieur oder vielleicht sogar Rechtsanwalt, der ab und zu mal, wenn er Zeit hat, ein bisschen zockt, aber... Das sind dann auch... Die Frage ist aber dann, was zocken die? Ja, was zocken die wirklich? Adventure-Kapitalist. Ich glaube ja, Rechtsanwälte und diverse Menschen in solchen Positionen neigen auch dazu, eher mal zu Marihuana zu greifen. Kokain sogar. Also ich glaube, wenn, dann zocken die am ehesten Shooter, um sich abzureagieren. Ja, dabei genau, und dabei richtig Koks. Rechtsanwälte zocken WoW. Das haben sie in ihrer Kindheit gemacht, haben dann gemerkt, scheiße, Koks. Das ist eigentlich doch gar nicht so gut, haben angefangen zu studieren und hinterher merken sie, boah, mir fehlt irgendwas, das Leben ist so langweilig, die spielen WoW. Und dann haben sie mal dieses Gegenstück, wo sie sich wieder jung fühlen können beim WoW-Spielen. Oder sie haben noch ihre Retro-Konsolen und Computer irgendwo rumstehen. Genau. Ja. Nintendo. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Rechtsanwälten. Beziehungsweise sind dann auch die Leute... Ist immer schlecht. Das sind, also auch, meine, das sind auch die Leute, die kaufen dann einen WoW-Account mit dem höchsten Level vom Charakter und haben aber eigentlich gar keine Ahnung, wie man den spielen soll. Wow. Kann auch das war's bei mir. Ja, das sind ungefähr 80% aller Leute in WoW. Ja, es ist ja oft so, es gibt ja Leute, die kaufen wirklich so High-Level-Charaktere, um cool zu sein. Ja, mittlerweile ist es ja so. Damit die Kinder und so mitreden können, eventuell, oder sie glauben es zumindest. Ja, der Fino, haben null Ahnung davon. Mittlerweile ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Add-on kaufst, dann bekommst du einen Boost für einen Charakter mit dazu, dass du quasi schon einen hohen hast. Also, ja, das stimmt wohl. Ja, du musst jetzt mal was... auf 90 und dieses Mal im nächsten Addon ist es bis auf 100. Level 100, ja. Aber den 100er Boost kannst du jetzt schon verwenden. Obwohl das Addon noch nicht draußen ist. Auch so. Das weiß ich nicht, da habe ich nicht gespielt. Aber gehen dir da nicht die ganzen Quests verloren und so, weil du die dann alle nicht mehr machst, wenn du dich nicht selbst hochlevelst? Das interessiert die Leute heutzutage nicht mehr, irgendwelche Quests und so. Da geht's nur schnell, Max-Level, schnell. Das ist ein Statussymbol. Früher haben sie teure Autos gekauft, heute haben sie einen High-Level-Charakter in irgendeinem Spiel. Die Zocker jedenfalls, ja. Bei mir war es immer so, bis zu dem Addon habe ich nie auf Maximallevel gespielt, weil ich mir dachte, danach ist das Spiel doch zu Ende. Hm. Ja, da kommt so ein Endscreen. Da kommt so ein Endscreen und dann herzlichen Dank, dass sie World of Warcraft durchgespielt haben. Ja, Bam, so ungefähr, Ende. Du bist dann das Maximallevel. Du kannst natürlich weiter questen, aber die bringen dir nichts mehr. Du kommst nicht mehr weiter. Deshalb habe ich auch bis jetzt noch nie bei Minecraft mich in Richtung Enderdrache bewegt. Das ist für mich Charakter, so ein Gefühl, als wenn das Spiel dann zu Ende ist. Entschuldigung, darf ich kurz auf die hier vom Chat? Nein, du kannst den Charakterboost auch verwenden, wenn du überhaupt keinen Charakter hast. Also du kannst einen Charakter erstellen und ihn dann gleich sofort boosten. Ja. Das ist durchaus möglich. Du kannst auch 25 verschiedene Charaktere anfangen, bis zu einem gewissen Level spielen, sagen, ja, den möchte ich auf Endlevel haben oder nicht, und dann kannst du dir da eine aussuchen. Du musst den auch nicht sofort verwenden, diese Aufgabe, die bleibt bestehen. Es ging jetzt so darum, da wird die Frage, ob man dafür nicht maximal so ein Level auf Maximallevel braucht. Sie haben in der Schweiz noch nicht mal eine GEMA, schreibt er. Ja, aber die haben genauso wie Österreich ein Gegenstück, weil jedes Land auf dieser Welt hat eine Rechteverwertung für Musiker oder etwas Ähnliches, was diese Funktion übernimmt. Auch Österreich hat das. Heißt dort nur anders. Die Geier, die Raubritter, die modieren. Die modernen, die Raubritter, die haben alle, die gibt's überall. Ja, Shadow, wie die GEMA. Ja. Shadow, warum bist du jetzt da eben hingerannt und hast den noch auf die Fresse auch? Ich hatte einfach Laune dazu. Weißt du, also einfach nur so. Ja genau, es gibt ab und zu diese Momente, da machst du eine Faust, alle schlechte Energie und die lässt du halt dann an irgendeinem armen Passanten aus. Aber bei dem Spiel kann man doch so richtig wirklich den größten Kriminellen aller Zeiten spielen, wa? Na klar. Und man kann ja auch durch die Frontscheibe aussteigen. Ich kann das mal demonstrieren. Sag mal, hast du die Bullen abgeschaltet? Eigentlich verfolgen dich doch immer gleich die Bullen bei solchen Sachen. Nee, die kommen schon. Er ist gerade wieder aus dem Knast rausgekommen. Achso,
Du musst dann immer abhauen, wa? Bis sie außer Sicht sind und dann hören sie auf mit der Verfolgung. Genau. Vor 2 Jahren WoW, das war Mists of Pandaria, oder? Vor zwei Jahren. Da war noch Pandaria aktuell. Ich spiele schon länger kein WoW mehr. Ich spiele seit 12 Jahren. Ja, nee, Rakot, es ging jetzt nicht um die USK, sondern wie gesagt, die GEMA ist bei uns nur da, die senkt unseren Spaß beim Musikhören auf YouTube. Siehst du, das Problem hast in Österreich überhaupt nicht. Oder auf Partys oder sonst irgendwo. Ja, weil in Österreich hat sich die Rechteverwertung, die eben diese Funktion, wie die GEMA übernimmt, hat sich ja mit YouTube geeinigt. Relativ schnell und einfach. Und wir wollten, glaube ich, nicht mal viel Geld haben oder so. Ja. Und wir haben die verdammte GEMA, die geizigen, gierigen, alten, ekelhaften Raubritter. Ja, in Deutschland ist es so, es gibt quasi einen starken Rechteverwerter. Ich würde fast unterstellen, dass das Geld im Endeffekt gar nicht wirklich alle bei den Künstlern ankommt, sondern bei der GEMA. Tut es auch nicht. Tut es durch den Verwaltungsapparat der GEMA geschluckt wird. Weil ja, ich habe einen Kollegen, der ist quasi beruflich Musiker, der lebt quasi davon. Mhm. Und der hat gesagt, der hat in seinem Leben noch nie einen Cent von GEMA oder sonstigen Konsorten gesehen. Kann natürlich sein, dass das dann irgendwie über das Management läuft oder sonst was, aber er sagt, er hat noch nie einen Cent von GEMA bekommen. Mhm. Wollt ihr mal was Perverses in Bezug auf GEMA hören? Oh Gott. Ja, gleich. Aber ich wollte mich gerade mal verabschieden. Ja, ich bin dann raus. Wir und Shadow, wir müssen nochmal reden wegen den Drudenweiler. Richtig. Unbedingt. Da schnacken wir mal. Ich würde ab nächster Woche quasi für 4 Wochen wieder einen Server zur Verfügung haben. Und in diesem Zeitraum, wenn du Zeit hast, dann sagst du Bescheid. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Jo. Na, dann kannst du mich ja anschreiben oder so und dann machen wir das. Natürlich. Okay. Freut mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, auch wenn es eher eine... Hat mich auch gefreut, kennenzulernen, weil wir kannten uns ja vorher, glaube ich, gar nicht. Nein, wir kannten uns nicht. Siehste? Ist immer schön, wenn man neue Leute kennenlernt. Auch wenn manche davon sehr seltsam sind, also damit meine ich mich jetzt selbst. So seltsam bist du auch wieder nicht. Ach Manno, du lässt mir auch gar nichts. Einmal wollte ich der Beste in irgendwas sein. Ich wollte doch einmal der Seltsamste von allen sein. Nee, ich weiß uns nicht. Das schaffst du nicht. Hat echt Spaß gemacht und gerne wieder. Das heißt, immer wieder. Ich will mal gucken, dass wir auch irgendwann mal was Aktives hinkriegen. Ich meine, die Laberrunde ist schon gut, aber na, für einen Stream vielleicht nicht so ganz das Wahre. Ja, nee. Nee. Ja, also das ist bestimmt was. Okay, Freunde, dann bis die Tage und gehabt euch wohl. Jo, spielt tapfer weiter Minecraft. Richtig. Genau. Tschüss. Mach ich. Ciao. Tschüss. Ja. So. Und jetzt perverse Geschichten von der GEMA. Nee, jetzt schaue ich mal gerade. Oh Gott, ich bin schon fast bei 2 Stunden vom Stream. Eieiei. Ja, 2 Stunden. Es ist halb 3. Ja. Das müssen doch 4 Stunden. Ach du Scheiße. Ja, nee, von dem Stream, was ich jetzt hier habe. Ach du Scheiße. Alter, man müssen es alles hochladen. Nee, das ist ja schon alles hochgeladen. Ach so. Rakot, es wird wirklich Zeit, also beim nächsten Stream musst du unbedingt auch im TS mit dabei sein. Das will ich verifiziert haben. Ja, beziehungsweise je nachdem, was wir spielen, kannst du ja dann auch mitmachen. Was willst du eigentlich? Was? Kannst du doch mitnehmen. Na, Rakot wollte ja nicht im TS. Nee, der kann ja, nicht im TS. Weil einer da ist. Ja, genau. Und was hatte das jetzt mit dem Ach ja, stimmt, dass das mein TS ist? Nee, weil du das verifiziert Schlafen haben wolltest. Das ist dein TS, du musst nicht. Nein, er möchte die Bestätigung von ihm, genau, dass er kommt. Ach so. Nein, ich wollte verifiziert haben, dass er der Seltsamste ist. Ach so. Leute, liest ihr überhaupt den scheiß Chat? Was Nein. seid ihr für Streamer? Da ist ein Chat. Mann, da müsst ihr reingucken. Ja, meine Chatfee. Ja, eben, die Chatfee liest nicht vor, die macht ihren scheiß Job nicht. Ich glaube, ich muss eine neue suchen. Du wirst du übermütig. Super. Nee, er meint nicht dich, weil meint zwischendurch nicht. Ist ja Isekrim zur Fettfee geworden. Zur Fettfee, danke! Danke! Wahnsinn! Zur Fettfee! Werd ich gemobbt? Also ich will einen Antrag auf Mobbing stellen. Nein, ich will einen Antrag auf Mobbing stellen. Das läuft noch nicht mal 6 Sekunden. Ach, Mobbing ist doch so eine künstliche Krankheit, so gibt's doch ja nicht. Nee, also. Das wurde nur erfunden von ihren Legionen. Genau, von den Illuminaten. Ja, genau, und von den Freimaurern. Vergesst die verdammten Freimaurer nicht. Genau.
Nee, die 24. Stufe des Askanischen Ordens. Ich bin jetzt am überlegen, ob es vielleicht irgendwas gibt, was ich nebenher jetzt noch spielen könnte. Aber ja, ich glaube so nach... unterhaltsam. Naja, mir dazu zu gucken, wie ich durch die Gegend eier. Ja, aber es ist lustig. Da, wie ich hier von einem Tod zum nächsten eier. Ja, du brauchst irgendwas Sinnloses, aber Lustiges. Ja. So wie so Shadows Abenteuer. Ja, genau. Shadow wird auf die Bevölkerung losgelassen und los geht's. Richtig. Gibt es noch das Penner-Game? Dann könnte Shadow doch das spielen. Das ist auch ein Browser-Game. Ah, nee, Penner-Game ist so gar nicht meins. Hab ich auch mal gespielt. Ich hatte, glaube ich, was war das? Eine Ratte? Eine zerbrochene Flasche und ich glaube ein Flickenteppich oder sowas. Ja. Aber worauf ich jetzt eigentlich nochmal zurück wollte. Perverse Geschichte der GEMA. Ach so, die. Ja. Es ist eine kurze Geschichte. Es gab einst vor langer, langer Zeit, also 2015, nein 2014, Entschuldigung, mein Gedächtnis, gab es in weit, weit im Norden dieses Landes, gab es ein kleines Café. In diesem Café trafen sich alle Wochen wieder ein Club rüstiger, älterer Herren und Damen, die einst in großen Kriegen gekämpft haben oder auch nicht, wer weiß das schon, und gaben sich der musikalischen Erquickung hin, indem sie einen Chor gründeten und vor sich hin sangen, Lieder um Lieder um Lieder. Die GEMA wiederum, der böse Drache des Westens, fand dieses widerwärtige Gesocks, die nicht dafür bezahlen, dass sie sich der musikalischen Erquickung hingeben, abstoßend. So kam es, dass ein Bote zu diesem einst ruhmreichen Chor ritt und diesem verkündete, dass der große Drache des Westens Gold haben wolle, dafür, dass sie sich der musikalischen Erquickung hingaben. Ende. Also auf Deutsch, es gab einen Seniorenchor. Okay, du hast eben einen Seltsamkeitspunkt dazu bekommen. Yay! Yeah! Oh shit. Nein, um es wieder kurz zu fassen, es gab einen Herrenchor oder einen Seniorenchor und die GEMA hat von denen mehr als 3000 Euro Gebühren verlangt dafür, dass sie Lieder singen. Selbiges gilt auch für diverse Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen und diverse Veranstaltungen, die lustig... Oh, ja, mein Lieblingsding bei der GEMA ist ja das Perverseste. Also echt, ich kenne viele Perversionen, ja. Also BDSM, Sadomaso und hast du nicht den ganzen Scheiß gesehen? Kenne ich alles, ja. Und auch solche Sachen wie Pipi-Kaki-Porns und so ein Zeug, ja. Eklig wie Sau, ja. Aber kennt man halt, hat man schon mal gehört, ja. Ich hab's nicht geguckt, ich kenn's nur vom Hörensagen, ja. Ja, und aber das Perverseste überhaupt ist die GEMA-Vermutung. Ist es so wie bei der GZ, dass sie ohne gesetzliche Grundlage so ein Ding abziehen? Nein, das ist mit gesetzlicher Grundlage. Ach, die dürfen. Das ist ja das Perverse. Das ist ja das. Die dürfen einen Kindergartenchor, können sie sagen, wir wollen von euch Gebühren, ja? Oder das was? Ist die. Das, da geht's ja rum. Ach so, GEMA-Vermutung. Aber totaler Schwachsinn. Ich darf doch A Cappella-Covers machen. Dafür muss ich doch nicht an die GEMA bezahlen, wenn ich mit einer Gitarre einen Titel von Michael Jackson mit meiner eigenen Stimme nachsinge. Sofern es mehr als 3 Noten pro Sekunde mit dem Originallied übereinstimmt. Inklusive Text. Genau. Hab ich ja noch nie gehört. Pass auf, das Perverse ist. Ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Nee, pass auf, das Perverse ist die GEMA-Vermutung. Die GEMA-Vermutung lässt die GEMA hingehen und sagen so: Du spielst Lieder oder singst oder machst Musik, die wir unter unseren Fittichen haben, du bezahlst. Das geistige Eigentum eines anderen. Dann ist es an dir zu beweisen, dass du das nicht tust. Ja, es gab zum Beispiel ein Festival, das sich damit rühmt, nur GEMA-freie Musik zu spielen. Gibt es ja auch, ja. Und die GEMA kam dann her und ging dann zum Veranstalter und sagte so, ja, wir kriegen jetzt von dir 12.000 Euro. Er sagt so, ja, warum? Ja, ihr spielt GEMA-Musik. Nein, tun wir nicht. Wir haben GEMA-freie Musik. Beweist. Also musst du musst beweisen, dass die GEMA Unrecht hat, ja. Oh, was ist denn das für ein widerwärtiges, perverses System? Das amerikanische System. Ja, warum muss die GEMA nicht mir nachweisen, dass ich GEMA-behaftete Musik abspiele? Ja, das ist doch widerwärtig. Und deswegen bin ich dafür, die GEMA komplett abzuschaffen. Diese scheiß Nazi-Firma. Ja. Oh, das N-Wort. Das ist unmöglich, nein? Ja. Nein. Die GEMA wurde in der Nazi-Zeit gegründet. 1934, 35, irgendwas um den Dreh. Naja, die haben viele Sachen von den Nazis einfach behalten, weil sie praktisch waren. Ja. Und die GEMA-Vermutung ist meiner Meinung nach das Perverseste, was es gibt.
Ja. Rakot ist wohl der selben Meinung, weil er schreibt, die bestehen nur aus Vollidioten. Es gibt lustigerweise, es gibt lustigerweise ein Lied, das ist bei der GEMA eingetragen. Der Vollidiot, der bei der GEMA die Musiktitel eintippt oder irgendwie so heißt das, ja. Weil die müssen ja auch eingetippt werden und so, ja. Da gibt es ein sehr cooles Lied darüber. Ja, und es ist halt einfach nur pervers. So. Weiter geht's im Text. Haben wir das. Ja, ich würde sagen, also den Stream, den beende ich jetzt dann erstmal, weil zeitlich sind wir auch schon etwas vorangeschritten. Ich glaube, ich sollte dann doch irgendwann mal ins Bettchen. Nein, das geht nicht. Ja, wir können ja, was ist denn morgen? Morgen ist Sonntag. Beziehungsweise, Sonntagstream. Wir sind ja schon Sonntag. Sonntagstream. Ja, mal gucken, was hatte ich denn vor? Irgendwas, ach ja genau, ich wollte die Standardaufnahmen noch machen und dann können wir ja von mir aus nochmal so ein kleines Streamchen machen, aber wirklich nur ein kleines, ich muss Montag wieder arbeiten. Das Problem ist bei den Streams, also ohne Witz jetzt mal, die Zeit vergeht irgendwie viel zu schnell, also du kriegst die Zeit auch gar nicht mit, wie die vergeht. Das hab ich vorhin gemerkt, als wir Borderlands gespielt haben, so ich habe gerade die Aufnahme gestartet, bam, das sind ja auch schon wieder 30 Minuten, und was ist denn das für ein Scheiß? Das ist irgendwie, also, das ist geil. Und wenn dann auch noch im Chat ein bisschen was passiert und man darauf eingehen kann und so, ja, genau. Ist Wahnsinn. Ja, das war bei UFO vorhin so schlimm. Ich habe nur zugeschaut, ja, und dann gucke ich so und höre UFO so zu und hier und da, ja, und bam, kaum habe ich mich versehen, habe ich schon eine halbe Stunde zugeguckt. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Da reichen schon 5-6 aktive Zuschauer im Chat oder 2-3, wenn die ein bisschen aktiv sind, hast du voll zu tun. Darf ich kurz, weil Rakot, wenn du Shadow abonnierst, wirst du automatisch benachrichtigt, wenn das Streamen anfängt, aber ich denke mal, das weißt du. Ich vermute mal, Shadow hat jetzt spontan aus dem Stegreif keine genaue Zeit, wann er anfängt zu streamen. Nee, leider aber da nicht. Da er die Videos ja eh hochlädt, ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber du kannst dir durchaus dann da auch die Dinge angucken. Nee, normalerweise, wenn du abonniert hast, dann Gute ist Nacht, es ja so. Nisi dem. Ja, mach's gut, Nizi. Gute Nacht. Wenn du abonniert hast dann bekommst und die Benachrichtigung anhast, dann kriegst du eigentlich eine Nachricht zugeschickt, dass ich jetzt quasi live bin. Ja, das Problem ist, am Abend hat am Abend schon was. Also, ich glaube, es ist ein R. Ich weiß es nicht. Ist ein R, eine Sie? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass... Rakot, was bist du, männlich oder weiblich? Fragen wir doch einfach mal. Ist doch da. Ja, das ist die gute Frage. Ja, stimmt. Das ist die gute Frage. Ich denke, männlicher. Es ist halt unhöflich zu fragen, ja. Ich meine. Wieso, wenn es dich interessiert? Sei anders als die anderen. Frage ins Gesicht. Sei anders als die anderen. Shadow, was hast du für einen Schlüpfer an? Warte. Gar kein I. Ja. Auf meinem steht Dienstag drauf. Nein, er ist schwarz mit blauer Schrift. Auf meinen Socken steht Mittwoch steht drauf. Steht Hep drauf. Hep? Jetzt habe ich eigentlich gedacht, so voll awesome. Jetzt kann ich, während wenn ich schon mit Shadow stream, kann ich vielleicht ein paar Abos abgreifen. Nix. Hast du keins bekommen? Ich habe nur mich selbst abonniert. Mann. Du bist ein Mann. Gut. Also, Schwester Blaubeertörtchen. Nein, Mann, Witz. Ich meinte natürlich Schwester Schweinskotelett. Kotelett. Kotelett, ja. Lecker. Spaß beiseite. Nee, eigentlich nicht. Sonst würde dem Stream alles fehlen, was uns ausmacht. Der Spaß. Nein. Shadow, ungefähre Zeit. Hast du die vielleicht? Leider nicht, weil er sagt, er hat abends schon was vor und ich denke, er versucht dann halt irgendwie, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Du kannst doch so ein winzigen 10 Sekunden Ankündigungsvideo ein paar Stunden vorher machen. Ja genau, das wäre glaube ich das Ideal, dass ich sag mal eine Stunde vorher oder was so ein kleines Ankündigungsvideo raushau. Ja. Werde ich bei meinen Streams jetzt auch in Zukunft so machen. Na, ich habe quasi, als du angefangen hast zu streamen, habe ich eine Nachricht bekommen, dass du jetzt live bist. Wie hast du die bekommen? Über E-Mail oder wie? Ja. Ja, und über... Oder Google Plus, oder? Genau, über Google Plus. E-Mail. Ja, es ist... Also mein Handy ist ja auch mit YouTube und Google Plus verbunden. Ach so. Und jeder von meinen Leuten, die ich abonniert habe, wenn live streamen, dann bekomme ich eine Nachricht, dass jetzt Stream Ach ist. Ach so. Das musst du aber auch einstellen bei jedem Einzelnen. Nee, eigentlich also nicht. Keine Benachrichtigung. Ich habe eigentlich nirgendwo irgendwas eingestellt. Ich habe alles. Aber du kannst bei der Abonnenten du kannst es abstellen. Standardmäßig ist es eingeschaltet. Genau, und du kannst es bei jedem Einzelnen, den du abonniert hast, kannst du es einschalten.
Na, wenn, dann muss ich es abschalten. Dass ich da nichts daran geändert habe und vom UFO hat es mir angezeigt, ja, der ist jetzt live, ja. Und bei Shadow hat es mir nicht angezeigt. Ja. Hm. Ja, beim UFO nämlich nichts gekriegt, nur weil ich zufällig in die Abo-Box. Vielleicht hast du ja selber bei dir deaktiviert, dass du solche Benachrichtigungen nicht haben willst. Rakot, ich denke, da spricht nichts dagegen. Ich glaube, ich Shadow bei mir würde sich auf jeden Fall freuen. Glaube ich, damit ich 100 E-Mails am Tag von YouTube kriege. Ich meine, falls du Langeweile hast, ich habe ja gut 2.500 Videos, an denen du dich schon mal ergötzen kannst. Das reicht für die nächsten Jahre. Ja. Wenn man jeden Tag ein Video schaut. Ja, durchaus. Ja. So, jetzt schaue ich nochmal schnell, ob der Bomber da ist, und wenn er nicht da ist, dann beende ich den Stream. Was, Bomben? Der Bomber, die dicke Armee-Flugzeug-Dings da. Ah ja, so, okay. Ja. Ach so. Das Blut an der Seite sieht aber auch heiß aus, als ob es gewollt wäre. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so lange wach bleibe. Oh, ja. Ich wollte eigentlich aufnehmen. Ah. Ich habe aufgenommen. Stimmt, hatte ich auch überlegt, aber dann wurde irgendwie nichts draus. Ja, ich muss das Ding noch rendern und hochladen, damit das morgen noch rauskommt, also die WoW-Folge. Hör mir auf, ey. Ich habe jetzt 10 Folgen, die ich, 2 muss ich zusammenschneiden, damit ich 9 habe. Das muss ich alles noch rendern. Und die kürzeste davon ist, glaube, 30 Minuten. Der Rest, ich habe 2 Folgen, die gehen über 40 Minuten und der Rest alles so einen halben Stundentakt. Nur eine. Ach was, ich kann das Ding klauen? Was kannst du klauen? Diesen riesen Airliner. Cool. Ja, geil. Die Leute haben sich auch schon dran gewöhnt jetzt, wenn du jetzt 15 Minuten Folgen machst, ist den Zuschauern schon eigentlich zu kurz. Also bei Entschuldigung, Rakot hat geschrieben. Ja. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen und sehe euch dann wieder mal bei einem anderen Stream. Ja, man sieht sich, Rakot. Genau, mach's gut, tschüss. Mach's gut. Scheiße, der Vogel war zu fett. Ach, er ist ein Mann, hat er geschrieben. Gut, ja Freunde, dann beende ich an dieser Stelle mal den Stream. Hat mich echt gefreut, dass ihr alle da wart. Hey. Gab ja das ein oder andere Thema, das mehr oder weniger energisch bearbeitet wurde. Alter, dieser beschissene Polizeihubschrauber. Ach, oh Mist. Ja, ich sag ja, die Karte, die war zu fett zum Abheben. Ist das jetzt nicht verzögert, war hier bei TeamSpeak? Nee, TeamSpeak ist 1:1. Ah, okay. Ja, das ist doch, womit man den Stream beenden muss. Mit Wasted. Ja, genau. Also, ihr seht jetzt, Shadow, du selber siehst jetzt im Prinzip dasselbe, was ich sehe. Auch im Stream jetzt. Nicht zeitverzögert. Nee, das Bild ist schon verzögert. Genau. Ach so, als er gesagt hat. Doch, der Ton wäre verzögert, wenn du ihn eingeschalten hast beim Stream. Genau, wenn du den Ton zuhörst, dann kannst du dich selber hören. Ach so, aber in dem Moment, wo das Flugzeug explodiert und ich sage, oh Scheiße, das ist sage ich zu einem anderen Moment, als es wirklich passiert ist. Richtig. Shadow hat da vorher schon gesagt, so Scheiße, der war zu fett zum Abheben. Und dann kam ein paar Sekunden später, von uns. Ach so, okay. Mhm. Genau. Ja, Freunde, nochmal vielen lieben Dank und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Stream und wenn nicht, einfach bei den Let's Plays mal kurz reingucken, ne? Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.